Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Fiesta Online. Heute Moin. Ist der Julian wieder mit am Start. Ihr hört ihn. Jo. Und habt ihn bestimmt schon ganz, ganz doll vermisst. Eine Folge lang ohne den Julian. Ja, bestimmt. Ja. Was hab ich mich gefreut. Ja, warst mich mal eine Folge lang los. Bitte? Ja, genau. Warst mich eine Folge lang los und konntest in Ruhe quatschen. Ja, genau, richtig. Konnte ich mich mal wirklich mal so richtig über Gott und die Welt ein bisschen beschweren halt. Und ja, genau, so ist richtig. So, der Julian hat auf jeden Fall schon mal eine Schlossgruppe erstellt gehabt. Wie sieht's aus? Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ab 61? Wir müssen Schloss, 61 oder? Machen, genau. 61, genau, richtig. So, das heißt am besten mal nach Uruga, schätze ich jetzt einfach mal, ne? Ja, da haben wir ein paar Quests. Genau. Ich auch schon mal hin. Zack. So, Fußballturnier müsste ich mittlerweile eigentlich sogar abgeschlossen haben, so halbwegs. Muss hier nochmal ganz kurz ein bisschen am Sound ein bisschen rumspielen. Ich hoffe, dass ich die, dass ihr den Julian auch ähnlich laut verstehen könnt jetzt wie mich. Das wäre eine coole Sache. Wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich wieder nicht. Ja, dann red mal lauter, Mann. Ja, ich bin hier nicht am Flüstern. Ich habe mir wieder neues CS gekauft. Das ist ein permanentes Kostüm. Ist momentan sind viele permanente Sachen im Shop. Ach so, okay. Ja, das fällt für mich sowieso momentan flach. So, aufgrund auch der letzten Folge. Ja. Da geht gerade momentan nichts. So. Dann mal hier. Was brauchen wir denn? Ah, wir brauchen 100 Orks. Eieiei, jetzt geht's ja los. 80 Pixies. Jetzt geht's ja aber los. 100 Orks, 50 Pinkies. Oh Mann. Oh Mann. 100 Orks. Ja. Warum so viele? Das da sind Orkjäger, die brauchst du nicht zu holen. Gab's da nicht auch, warte mal, gab's da noch eine WDH hier bei den Königspilzen, oder? War das die? Ja. Da gab's Königspilzsporen. Wo waren jetzt die meisten Orks? Oder einfach nur bei den Königspilzen? Keine Ahnung. Dazwischen? Ich weiß es nicht. Ich hab die Quest nie gemacht, deswegen keine Ahnung. Achso. Hey, das sind doch alles Orkjäger hier. Ach ne, doch nicht. Ja, gibt's nochmal, okay. Ich denke, wir werden einfach mal erstmal bei den Pingis bleiben. Hä? Was? 50 Stück von den Pingis? Oh, was ist das denn? Jetzt geht's ja richtig langsam voran hier. Ah, jetzt geht's hier aber los, ey. Ja, es sind immerhin keine 200, so wie bei, wie heißt's, beim Brennenfels, die Kernwächter oder Maulwürfe. Wobei mir die sogar ein bisschen lieber werden noch, jetzt aktuell. Ja, das sind halt mehr. Ja, mehr. Und hast halt noch die zweite AOE und so weiter und so fort. Dann ist das alles nochmal ein bisschen besser. Als jetzt hier der Spaß. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Du bist gerade erst angefangen. Komm, wir haben schon ein Zehntel. Ja, genau. Geht ein doch. Zehntel, ja, genau. Ja, nee, da wird man aber schon ganz schön ins kalte Wasser ein Stück weit geworfen. Ne? Jetzt wirklich die ganze Zeit ging das wirklich so krass schnell voran eigentlich. Und jetzt auf einmal alles so langsam. Ja, aber nur das eine Level. 61 bis 64 geht dann richtig schnell. Hoffe ich doch zumindest. Will ich auch hoffen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, okay. Von dann pass mal auf, dass du dir die Hand nicht verbrennst. Ja. So, zack. Ah, kann ich wieder nicht aufheben. Pinkies wieder mit ihrem Magieschaden, ey. Ja, muss ich mir mal bessere Rüstung kaufen. Du bist doch 55er an, du kannst keine bessere anziehen. Nee, noch nicht, das stimmt. Habe ich eigentlich die Armbrust mittlerweile an? Nee, ich habe ja, deswegen, oder? Lol. Echt? Ja, dachte, nee. Du hast sie noch angezogen. Nee, ich habe die nicht mehr angezogen. Oh, jetzt habe ich sie angezogen. Jetzt passt das ja wieder. Endlich wieder ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr aushalten und so weiter. So. Zack. Oh, Fußballturnier läuft wieder.
Für die gestrige Folge musste ich da auch lange, lange Zeit herumsuchen. Und ja, diese Folge kommt auch wieder verspätet. Wie immer. Oh Mann. Ja, momentan keine Zeit. Das ist wirklich echt der Abfuck. Momentan schlechthin. Ach, da fällt mir was ein. Du brauchst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Inventarplätze. Oha, warum das denn? Skills. So, ah ja. Aus Elder. Ja, okay. Ja, ich hab halt 0 momentan. Kannst du den ganzen Müll mal rausschmeißen? Müll? Was ist denn Müll in meinem Inventar? Warte. Ja, siehst du? Ach shit. Hab ich irgendwas angeklickt? Ja, toll. Fuck. Und spielst du jetzt wieder ein bisschen aktiver? Oder hat. Naja, nicht wirklich. Was kosten die permanenten Outfits aktuell? 5000 Taler pro Stück. Boah. Ist da wenigstens Crit drauf oder irgendwie was? Oder ist das nur Non-Stat. Okay. Non-Stat, einfach nur Skin, ja. Ich hab das gleich für meinen Gladi und für den Kleri hier gekauft. Sieht das wenigstens vernünftig aus? Wie sieht das, ja, gut. Wie sieht das bei Frauen aus? Wo steht der Gladi? Schon ganz nett. Okay. Ja gut, das ist ja meistens leider wirklich so hier bei Fiesta. Ja, bei weiblichen Chars sieht es immer deutlich besser aus. Ja, stimmt, gut. Bei Iron hatte man das auch gehabt. Da gab es auch nur gefühlt von 100 Skins oder sowas in die Richtung 5, die dem männlichen Charakter relativ gut gestanden haben. Das ist echt ein bisschen schade und traurig. Greifen alle mich an. Ja, ich war halt auch gestunt, ne? Ja. Hey, ich hab schon 1% gegrindet. Ich bin ja auch ins Verlies gehen. Toll. Wobei geht noch nicht langsamer. Wobei Abyss oder sowas in die Richtung, würde sich das nicht sogar ein bisschen lohnen? Mit 100er Booster auf 100er XP Event alleine, ja. Wenn du dann noch genug Death hast, damit du die Mobs alle. Oder angriffen meinst du eher, oder? Damit ich die schneller Blatt bekomme. Ne, wenn dich Mages wie die Pinkies hier angreifen, bist du schnell platt. Wollte ich mal aufheben. Das ist Müll, das bringt dir nichts. Das bringt dir vielleicht 3 Silber und das kauft eh kein Schwein. Das, ja. Vielleicht kauft das ja jemand mit Stärke 27 und Con 11. Alles klar. Ja. Willst du das Level 66, oder? Genau, richtig. Kriegst du eigentlich hinterher geschmissen. Achso, okay, schade. Wie war das in dem einen Film, kann ich mich noch daran erinnern. The Wolf of Wall Street. Da war es so, dass man dort verkaufen musste irgendwie. Also die haben das halt in dem vielen Film dann halt nachgespielt. Und wie löst man bei einem Käufer einfach ein Kaufgefühl halt sozusagen halt aus, ne? Und da hat er den vorher gefragt, ob er einen Stift braucht oder sowas in die Richtung. Und da hat er Nein gesagt. Und so, dann hat er den Stift halt weggenommen und hat gefragt, ja, brauchst du jetzt einen Stift, so nach dem Motto, ne? Und keine Sorge, ich dreh dir den Hut jetzt noch in dieser Folge an. Keine Bange. Was bist du bereit dafür zu zahlen? 3 Kupfer. Hä, yeah, viel zu wenig, Mann. Und komm, du hast doch bestimmt so einen Joker, oder nicht? Nee, ich hasse Joker. Nein, ich sag jetzt nein, nicht hassen. Also Kreuzritter meine ich halt jetzt natürlich, oder? Boah, das ist ein Joker-Hut gewesen. Ja, genau, gut. Ich mag Joker nicht, ich komme mit dieser Klasse nicht klar, ich kann sie einfach nicht spielen. Ist dein Joker dann auf 66? Ich habe keinen Joker. Ah, du hast überhaupt keinen Joker? Also, okay. Ich habe ja auf Elgar gespielt, ich hatte auf Elgar mal einen Joker im 40er Bereich und kam damit einfach nicht klar. Ich habe dann von einem Gilden-Member, hatte ich dann die Accountdaten von einem 111er Assassine, damit kam ich auch nicht klar. War das damals noch erlaubt gewesen mit den Account-Daten, oder? Ja. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ganz sicher. Du kriegst mal ganz kurz kein Heal, nicht sterben. Ja, alles gut hier.
Außerdem schlucke ich doch sowieso schon die ganze Zeit, weil kein Heal durchkommt. Ja, genau, ist klar. Als ob. Nee, alles in Ordnung. Irgendwie muss man dich ja ein wenig aufziehen, anders geht es ja gar nicht. Siehst du mal. Genau. Zack. Oh, ja, da ist nicht einer. Den. So. Amugeton. Ja, okay. Hab ich schön geklaut, ey. Hätte ich bestimmt jetzt gebannt, ey. Fuck, Mann. Jetzt haben wir schon die Hälfte der Quest. Ja. Das geht ja noch, ne? Da stehen halt leider ein bisschen verteilt, muss man sagen. Das ist irgendwie nicht so cool. Gibt auf jeden Fall Spots, wo man relativ viele Monster erschlagen muss. Und die sind dann etwas dichter beisammen, sagen wir mal so. Stichwort Kernwächter. Gibt's noch? Nixe. Maulwürfe. Nixen, genau. Ja, genau, richtig. War das im High-Bereich immer noch so eigentlich, dass man da immer 200 Stück gebraucht, oder wie war das da? Schwarzbären, die keiner mehr macht, die wurden runtergesetzt auf 100 und geben jetzt doppelt so viel XP und du kannst sie auch über die Questliste abgeben. Die Scheller WDH, die wurde auch auf 100 runtergesetzt, gibt doppelt so viel XP und kannst du auch unterwegs abgeben. Okay. Ich glaube, die habe ich damals noch mitgemacht, die Scheller WDH. Ja, die ist echt. Damals war die ohne Party ist einfach nur eine Qual. Und selbst mit Portis 200 Schellers ist auch nicht ohne. Ich weiß gar nicht, wie ich das denn gemacht, ey. Ich glaube, ich habe immer gegrindet. Ich glaube, ich hatte keinen Bock auf Schellers. Grinden in dem Level? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Level 110 gekommen bin jetzt. Ich glaube, viel Labor, glaube ich, war das auch gewesen. Damals war Grinden über 100 eigentlich so gut wie unmöglich. So. Heute ist bis 110 noch möglich, dadurch, dass du ein Labor Hardcore gehen kannst. Labor Hardcore gibt schon recht viel XP. Okay. Gut, ich glaube, ich muss mich korrigieren. 90 bis 110 Level. Meine Freundin hat mich gerade ganz böse angeschaut. Ich glaube, ich weiß noch, wie das damals war. Ich glaube, die hat mich hochgelevelt. Ich glaube, ich hatte keinen Bock. Nee, es hatte zum einen halt keinen Bock mehr. Irgendwie dann später, ja, irgendwie habe ich da auch schon ein Stück weit die Lust verloren, eigentlich so richtig krass hochzuleveln. Und zusätzlich kam halt dann wirklich noch der Aspekt dazu, dass ich halt in der Ausbildung war. Und das heißt, wenn man irgendwie renn abends was macht. Hä, warum? Ich komme nicht hinterher. Okay. Zusätzlich kam dann auch dazu, weil ich in der Ausbildung war, hatte ich dann meistens irgendwie immer nur 4-5 Stunden Zeit und das hat sich wirklich für Fiesta Online leider war das. Das ist wirklich so ein Spiel, wo man eigentlich halt schon, um die Cash-Shop-Items eigentlich optimal ausnutzen zu können, eigentlich den ganzen Tag halt leveln muss, am besten. Ja. Entweder das, oder du spielst am Tag 6 Stunden oder mehr. Ja, genau, richtig. Das ist leider damals so und auch heute noch so. Wäre cool eigentlich. Wäre gut, wenn's. Das wäre auf jeden Fall gut, ne? Ich meine, ich glaube, da würden alle mit einverstanden sein, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Item-Laufzeiten von Cash Shop zum Beispiel halt. Na gut, man kann ja das jetzt zum Beispiel auf die Hälfte verringern, aber halt so machen, dass man halt wirklich. Dass die Buffs halt trotzdem aktiv bleiben, halt, wenn man ausloggt zum Beispiel. Ja, aber das würde drastisch die Einnahmen senken. Ja, mit Sicherheit, ja. Leider ja. Weiß halt nicht, es ist halt immer die Frage, ne, wenn Fiesta zum Beispiel halt wirklich ein Bezahlspiel wäre, ne, wie zum Beispiel halt, genau, richtig so nach dem Motto, ob es sich das dann wirklich noch rentieren würde halt, ne. Gerade Free-to-Play lockt schon immer viele Spieler an. Ich finde wirklich, das Modell von Ion finde ich da wirklich relativ gut. Dass man halt wirklich, gut, ohne jetzt, sag's mal so einen Abo-Account. Also man kann es frei spielen, das ist auf jeden Fall möglich. Aber ohne jetzt Abo-Account hast du halt schon relativ viele soziale Einschränkungen halt. Und aber du bist halt trotzdem nicht unbedingt krass viel schlechter dargestellt wie jetzt andere halt. Ne?
Aber ich denke jetzt auch WoW oder gut, jetzt Fiesta gibt es ja auch. Das ist ja Stichwort. Ich glaube, jetzt offiziell Paysafe-Karten handeln darf man, glaube ich, mittlerweile sogar, oder? Nein, das ist immer noch wegen der Paysafe-AGB verboten. Okay, aber gut, es gibt trotzdem halt Möglichkeiten, Real-Life-Geld halt einzutauschen, ne? Aber das kann man, glaube ich, sowieso in keinem Spiel halt so richtig verhindern. Das gibt's sowieso Taler gegen, also ja, genau. Taler gegen Gems. Mhm. Okay, so. Gut, das war auf jeden Fall eine weitere Folge Fiesta Online. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.